So, servus, grüß euch und wie Baby es so schön heißt. Nach dem Mittagsmahl werden wir jetzt mal ein bisschen weiterbauen und die anderen zwei Kisten nur aufpimpen bzw. komplett sanieren. Schauen natürlich aus wie Sauhanna, natürlich auch wieder aus dem Schrottplatz. Aber ich habe jetzt vorhin auch gefunden, wo man die anderen Ersatzteile kaufen kann. Geht also für die zwei dann jetzt schon ein bisschen besser weiter. Da kann man die zwei nämlich richtig schön herrichten, jetzt damals erst einmal beide wieder zuerst einmal waschen. Dann schauen es meistens gar nicht mehr so schlimm aus. Das sechste Mal, was da für eine Farbe dann hier vorkommt, der schaut ja richtig gut aus von der Farbe her. Ich finde auch gut. Und den glaube ich, können wir richtig schön aufmotzen. So, der kommt jetzt gleich mal in die Werkstatt auf die erste Hebebühne. Dann schon auf dem ersten Stand steht, dann fällt schon wieder mindestens ein Reifen und dann machen wir das gleiche mit dem schönen alten M3. Schauen wir, was da für Farbe drunter steht. Schaut rot aus, gell? Schauen wir mal. Ah, orange. Ne, jetzt schon wieder die richtige Jägermeister-Lackierung so im Ding. Mal schauen, ob es die gibt bei dem Quattro vorhin. Ganz richtig schöne Sportquattro-Lackierung machen. Bin ich mal gespannt, wie das mit dem dann wird. So, den stellen wir jetzt mal auf die zweite Hebebühne. So, wenn wir schon dabei sind. Nachdem sowieso wieder alle Motoren aus müssen aus den Kisten. Wären wir gleich einmal das Öl aus beiden Motoren ablassen, wenn noch was drin ist. Und zumindest die Schrottplatzkisten so, dass sie leer sind, dass nicht einmal Öl drin hat. Wie man gerade gesehen hat. So. Jetzt tut er wieder runter. Und du auch. Aber den Fall ist auf Helge. So, dann stripet man wieder komplett. Alles weg. Wird er sowieso erst neu gemacht. Wenn es sich nicht mehr reparieren lässt oder wenn es keine Tuning-Teile sind, müssen wir das sowieso ändern. So. Die ist schon mal hier unten. Wow, das schaut auch cool aus. Kann er gleich mal. Ah, da ist er. Da ist ein Ding drin. Da können wir den vielleicht sogar auf den Kompressor updaten. Nein, der kann bloß den. Gut. Dann dürfen wir mal beim Drüber und schauen, ob sich der. So, der M3 aufrüsten lassen, der hat aber die Standard. Den Motor drinnen, den er drin hat, also den kann man nicht abdrehen. Weil für den Motor gab es eine Kompressor-Variante, der hat er andere Ansaugbrücken drauf und einen Kompressor oben drum. So, jetzt müssen wir alles raus. Alles raus an Flüssigkeiten. Man müsste sich die Arbeit nicht machen, dann kriegst du halt immer 50 CR, so was auch immer, das heißt Kredits wahrscheinlich abgezogen. Weil dann ist das für die Reinigung. Ich glaube 50 oder 100 haben so die Strafdinger, wenn man es vergisst. So, die Engine kann ich normalerweise ziemlich schnell reparieren, also
updaten, weil die weiß ich, die hat zwei Luftfilter. Müssen wir jetzt allerdings. Ja, müssen sich die Klammern auf. Der kommt auch in die eigene Garage rein. Schöne Schluffen drauf, ja, wo ist mag ich das? Ein paar schöne Walzen drum. So, Lüfter raus, Kühl aus. Mal schauen, wo der Anlasser sitzt bei der Kiste, ob die von oben runter muss, weil sonst kannst du nämlich das Getriebe nicht ausbauen, wenn der Anlasser mal drauf sitzt. So, ah, der ist noch. Ah, auch wieder ein Quattro-Antrieb, jawohl. So muss das sein bei Audi. Kann man nochmal die Kraftstoffpumpen kann aus. Ah, da ist bei dem ist Batterie wieder im Kofferraum, gut. So, dann bauen wir mal aus dem Interieur auch gleich wieder alles aus. Rücksitzbänke nicht. Ah, das ist fest einbaut bei dem Eimer, Gott. Sportreifen und Gott. Schauen wir, was der für Schluffis drum hat dann. Aber da kriegt er eine neue. Kriegt eh auch neue dann. Oder RS6 rücke noch Auspuff rein, das glaube ich ja das nicht. Die werden noch ein Doppelrohr hinten aus haben, oder? In der Realität. Die schauen alle noch gut aus, da ist noch alles drauf, so wie es ausschaut. Müssen wir trotzdem ein paar Teile wieder erneuern und alles aufpimpen, aber dann brauchst du nicht so weit hochpimpen. Gasdruckstoßdämpfer müssen aus. Federn und Unterlage müssen aus, den Anschlagspuffer kann man auch wieder reparieren. Koppelstange muss aus. Gummilager müssen sowieso über eine neue rein. Das macht alles neu. Schauen wir mal den Kader rein, glaube ich. Wenn ich den noch nicht selekt habe, da fällt schon wieder einiges. So, runter. Ah, ich habe die Sicherungskosten noch vergessen, also im Kofferraum. Bei dem Modell. Wenn wir aber von der Hebebühne aus jetzt wahrscheinlich nicht dran kommen. Mhm, genau. Oh, der hat zwei Sicherungskästen. Oh, das ist einmal was Neues. Das hatte ich bisher auch noch nicht, glaube ich. Ich habe zwar noch gute Werte, so wie es ausschaut, aber trotzdem.
Triebe muss noch runter, weil sonst lässt sich das Blöckchen nicht ausbauen hier noch. So, Stabilkon schon weg gerade. Carbonbremsen eine, aber oh, nein, nein, die gelochten und geschlitzten wieder. So, der muss weg, der muss weg. Sollte passen. Dann bauen wir mal so hinten nur die. Also war es doppelt bestückt. Aber für Modka schlechte Idee, weil ich habe bei den Originalautos auch noch nicht gefunden. Gut, das wird es vielleicht bei die Sicherungskästen auch noch ein, zwei Variationen mehr geben und nicht bloß die zwei, die welche da dabei sind. So, dann zum RS6 Avant. So, der kommt wieder zurück. Felgen runter. Federbeine demontieren brauchen wir eigentlich nicht. Aber da können wir sowieso noch eine Bremsscheibe brauchen wir auch nicht Option. Karosserieteile gleich mal instand setzen. Mal schauen, was da für Lackierungen gibt und für Sonderzusatzoptionen bei der Lackierung. So. Die Tür mal aufmachen, falls wir es brauchen. Muss mal schauen, was wir dem noch für Schluffis aufhören, aber die waren eh schon recht groß. Aber auch gleich wieder. Die Vorderachse machen. Der kriegt so mal Gefiersen, dann brauchen wir Feder. Da können wir alles gleich wieder komplett machen. In der Konstellation ist das eh so. Da können wir die Federn gleich mal zusammenbauen. Zerlegen wir den gleich mal. Da müssen die Kraftstoffverteile raus. Die Ansaugbrücke kann nicht weg, weil die Drosselklappe noch hinten sitzt. So. Kraftstofffilter gleich weg. Blumengleitzling. Deckung nicht runter, sonst kannst du vorne nichts machen, weil die oberste Schraube genau an die vorderen Platten auch dran hat. Ja,
Ah, die Zündspulenabdeckung muss zuerst der oberste Rechtsschalter sein und die Zündspulen müssen das. Und der Abgasknummer ist ja noch weg. So, Innenspanner oben. Kurbelwellen sind Innenscheibe oben, Servopumpe außer. Lichtmaschine weg. Wasserpumpe mit Innenscheibe oben. Umlenkrollen raus. Das ist im Koffer bei dem Motor Hans 5B und 2A Rollen. Zahnriemen weggehört, die vier Nockenwellenräder weggehört, dann können die Nockenwellen raus, dann können die Köpfe aber. Richtig gut ausgeschaut, dass das vom Schrottplatz ist. Gibt aber scheinbar keine anderen Motorvarianten, weil das ist eigentlich so. Die Kompressor ver oder der V8 und der Kompressor V8, die sind normalerweise in die BMW drin hat. Gut, im Spiel heißen sie ja anders. Da waren wahrscheinlich die Lizenzgebühren wieder zu teuer. Also wir wissen, was Mercedes und die ganzen Hersteller wie Jaguar und andere, wo es da wirklich kostenpflichtige DLCs gibt, was die da abgreifen dafür. Einig oder wenig sein. So, geht's wieder ans Teileroulette. So früh gedrückt, aber die haben wir noch gerettet. Ab und zu kann es beim Scheitern Glück kommen, dass die Prozentzahl nicht so weit nach unten geht, dass er in den roten Bereich reinrutscht. Dann hast du noch eine zweite Chance. Zum Glück früh zum Herrichten. Ja, wie gesagt, die hat relativ neu ausgeschaut. War aber Blindkauf, glaube ich. Das sechst du immer nicht. Okay, man kann sich am Schrottplatz schon ausschauen, beziehungsweise bei der Versteigerung, wie die Motoren ausschauen, ob da die Hälfte noch drin ist oder die Reportinger gehabt, da haben noch nicht die Blöcke drin und das war's dann. 20 Zoll Schluff ist ja wohl. Das ist mal Feinkauf auf alle Fälle. Was die Hinterachse auch nicht mal komplett ist. Ich glaube, bei der Hinterachse fällt auch noch was an.
Und gut, wenn man da so fünf Grüne nebeneinander hat, da ist es recht einfach. Da kann man es schön hinlaufen lassen. Wenn es ein paar Teile gibt, wo zum Ende diese zwei grünen Streifen sind, dann kann man warten, bis man auf den Endbereich kommt, weil der Vorteil ist, dass der Läufer dann nach hinten umschaltet und du hast ja praktisch dann auch mehr Versuche, weil es ja die zwei hin und zurück kostet. Also kann man da ruhig ein bisschen warten. Jetzt kommt natürlich der Vorführeffekt, wo wir das Ganze nicht haben, weil die Teile wirklich alles so gut schon sind. Muss man jetzt warten, bis man nach vorne kommt. Sicherungskästen gehen auch. Kraftstoffverteiler haben wurscht, die braucht man nicht. Die werden eh wieder neu gemacht, Kupplung genauso. Ventildeckel haben gut zum Spulenabdeckung können wir übernehmen. Abgasgrummer können wir neu, eine Drosselklappen können wir neu. Zündkerzen und Zündspulen muss sowieso erneuern. Servopumpen kommt eine neue rein, Lichtmaschine kommt eine neue rein. Die Ansaugbrücke wird neu. Nockenwellen haben neu. Zylinderköpfe haben neu. Wasserpumpe können wir übernehmen. Steuergehäuse können wir übernehmen. Zahnriemen und so weiter muss ich neu machen. Pleuellagerdeckel können wir übernehmen. Kurbelwellenlagerdeckel können wir übernehmen. Viele Teile, die immer gleich sind, also aber am meisten Geld verdient man bei dem Spiel, ist mir schon aufgefallen, wenn man sich wirklich die Kisten vom Schrottplatz kauft und komplett saniert, dann geht es am einfachen. So, jetzt können wir uns mal ein bisschen Sachen gleich zusammenkaufen, die ich weiß. Schaut mal auf V8 um. Können wir mal ein bisschen durchschauen. Keilriemen, die zwei brauchen wir. Kuppelbein-Riemenscheibe brauchen wir neu. Das müssen wir schauen. Nochmal brauchen wir andere. Ölfilter brauchen wir. Die Steuerkette, der hat keine. Dafür brauchen wir zwei Zahnriemen. Dann brauchen wir eine Wasserpumpenriemenscheibe. So, fürs Chassis hinterher. 16 mal und 8 mal. Spurstange brauchen wir gleich mal. Ein Ausrücklager brauchen wir für Kupplung. Kolbenringe brauchen wir 8 Stück. Einen Tank brauchen wir auf alle Fälle. Bei den Drehbehältern müssen wir dann schauen. So, was fällt mir jetzt neu? Umlenkrollen. Umlenkrollen 5B und 2A. Dann brauchen wir einen Riemenspanner. Den weiß ich auch noch. Was brauchen wir noch? 777, Servus, Servus Flo. Riemenspanner brauchen wir so. Kolbenringe haben wir schon. Da brauchen wir jetzt auf alle Fälle Kolben. 8 Stück. Zündkerzen, 8 Zündfunken, Zündspulen. Wir brauchen ein Schwungrad. Wir brauchen Kupplungsplatten und Scheiben. So, dann Abgaskrümmer 2 Stück, eine Ansaugbrücke brauchen wir neu. Eine Drosselklappe brauchen wir.
Wenn es die BMW waren, dann müsste dazu was machen beim Ab bei der bei der bei der bei der Ding brauchen. Kraftstoffverteiler brauchen wir jetzt hier, normaler Luftfilter, Nockenwellen brauchen wir, Viere, eine Servopumpe brauchen wir. Auf das war jetzt die richtige. Dann brauchen wir zwei Zylinderköpfe V8, eine Lichtmaschine. Hat mir gerade noch was eingefallen. Ja, wir haben heute einen Feiertag. Bei uns ist halt Allerheiligen. Was habe ich jetzt wieder vergessen? So, das Einzige, was wir jetzt gerne noch nachschauen können in den Listen, sind Stabis. Vorderachs A, Hinterachs B. Vorderachs A. Zwei Koppelstangen, Vorderachs Typ A, dann brauchen wir die da. Was haben wir hinten? Haben wir Öldruck oder Gasdruck drin hat? Öldruck, dann haben wir Gasdruckstoßdämpfer drin hat. Hinterachs, Gasdruck, ja. So, die Federn und Unterlagen müssen wir. Naja, bist du von der Straße weggekommen, komm letztes Mal auf, Flo. So, was man noch gleich brauchen können, ist Bremsbeläge brauchen wir 4 neue. Radlager brauchen wir 4 neue. Radnabendeckel am Deckel brauchen wir. Nockenwellenräder brauchen wir 4 neue. Spurstangen und Kipf haben wir schon. Dann brauchen wir noch Bremsscheiben. Dann nehmen wir die. Muss ich mir nachschauen, was bei den Felgen. 7A 20 Zoll. 7A in 20 Zoll. Eine. Das stimmt aber. jederzeit eigentlich einmal. Positiv gedacht. Jetzt bin ich aufs erste Teil gespannt, das ich wieder übersehen habe. Das werden wir schon sehen, wenn wir Mutter zusammenbauen. Dann kaufen wir es halt noch. So. Kolben und Kolbenringe habe ich hoffentlich. Und der Ölfilter kleine, den haben wir auch. Kolben mit Pleuel. Aber der Vorteil ist, wenn man Auerplätze macht, dann wird man sogar noch Zeit dafür. Wenn man daheim Plätze macht, naja. Mit was bist du denn umeinander gegurkt heute? Was haben wir denn für Fahrzeuge gequält? So, dann kommt die Ölwanne drauf, die müssen wir eh noch haben. Kupplung gleich wieder komplett. Topgaskrümmer müsste die eigentlich die richtigen drauf haben. Ausrücklager haben wir auch. Lichtmaschine ist eine Tuning-Version. Ist doch die gute Servo. Na ja, gut. Checkst du das? Weiß ich schon wieder, was ich vergessen habe. In die Abteilung wollen wir nicht. Und Kraftstoffverteiler werden wir auch nicht gekauft haben. So.
10-16 und 11-16. Da haben wir jetzt weniger Konsequenzen. Ja, auch nicht immer, Flo. Was ich noch vergessen habe, die Drosselklappe, glaube ich, eine gekauft. Na. Schöne Kraftstoffverteiler können wir gleich drauf da. Ah, doch. Drosselklappen auch schon drauf. Schön, ja. So, dann. Die Motor ist ein paar Mal zusammengebaut. So, fünfmal. Und noch eine Umlenkrolle, dann ist er auch fertig. Hat halt in den Audi auch bloß den Standard V8, das ein BMW erbaut. Das noch nicht. So. Die Kiste ist schon wieder fast fertig. So, da haben wir Kühlwasserbehälter Typ A. Der Kühler, glaube ich, ist zum Reparieren gegangen, gell? Lüfterzagen auch. So, der Zeug kommt hinten eine. Das ist eine Batterie jetzt, wenn ich wo. Die ECU brauchen wir neue. Die kannst du nicht refurbischen. So, und Luftfilter kann man rein, wenn der Motor drin ist. Ich hoffe, dass es für den alten M3 so Jägermeister-Lackierung gibt. So, weg damit. Sogar die guten dreiteiligen BBS-Felgen dran im M3. Ja, Güterschubser, guten Morgen. Ah, Feinschliff ist gut. Ja, Mike hat mir schon geschrieben, dass er mir einen Thüringer Wallet dann vorab einmal liefert. Der kommt nicht übernächsten Sonntag, glaube ich. Man kommt ja auch Train Simulator auf YouTube abends. Machen wir 143er Einweisungsfahrt. Ein Szenario, das er selber baut hat, mit Ansagen vom Tillmann dabei. Auf Hausach Konstanz. Das werde ich dann auch noch veröffentlichen. Da muss ich aber Treatment, glaube ich, noch schreiben.
Wie war die Schicht, Herr Güterschubser? So, Betriebsstoffe haben alle drin hat. Was wollten wir jetzt vorher noch einbauen? Ah, die Luftfilter brauchen wir noch. Brauchen wir neue Standard-Luftfilter oder? Mal gespannt, was die Kisten und Prüfstand hier noch rauslässt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein RS6 eine Wand im Original wirklich nur ein Auspuff rein nach hinten hat, oder? Das geht ja gut, da muss er das, ah gut, das haben sie bei dem wahrscheinlich umgesetzt mit anderen Dingteilen. So, jetzt schauen wir mal hinten noch schnell da. Starterbatterie ein, ach, haben wir die. War da keine drin oder ist die noch im. Die wird noch geladen, Gott. Wird die schon eingespannt, hoffentlich. Gibt's das? Starterbatterie. Tank geht noch wieder von der Unterseite. So, beide Sicherungskästen. Schauen wir mal, ob die dann gleich, glaube ich, mein, gell? Also 4. 4, 2, 10. 4 Relais, 2 Relais von der Kloner 10. Sicherungen Hand 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, also 6, 6. Jo, kalt, nass und zu lang. Das ist schlimm. Was war's? Dreimal früh? Die meinen, die dürfen morgen arbeiten von 8 bis um 6. Und dann hat es am Freitag auch früh, oder das heißt 5. 5 Uhr anfangen bis 14 Uhr. Und am Samstag auch. Das heißt, aber meine Frau braucht in der Früh immer Vorlauf. Wenn die um 5 Uhr anfängt, dann geht der Wecker meistens um 3:45 herunter. Morgen, Herr Dangeln. Servus, lieber Andi. So. Der ist da unten, ist er fertig. Was brauchen wir denn jetzt da noch eine? Der wird aber eh keine. Machen wir wieder Standard, muss ich sagen. Jetzt warte, mit Nummernschüttel können wir gleich mal kaufen. Müssen wir mal mehr kaufen, müssen wir es mal ins Lager legen. Wobei für den anderen brauchen wir es eh, da kann ich jetzt gleich mal 4 Stück kaufen. Dann brauche ich es nicht nochmal mehr. Muss bloß aufpassen, dass die anderen Teile dann nicht verkaufen mit 100%. Sonst hat die Kennzeichen nämlich auch wieder weg gehört. Kaufen wir gleich mal 4. So. Innenausstattung. Racing Seats. Dann nehmen wir wieder die da. Und beim Lenkrad. So, dass für die Ding keine originale Lenkrad nicht gibt. Benutze auf das 3-Speichen-Lenkrad aus mit der Griffdraht. Das schaut noch am schönen aus dafür. Ah, bin ich mal gespannt, ob wir auf den M3 einen schönen Heckflügel dann aufklatschen können.
Das sind also meine Standard-Sitze, die gefallen mir ein bisschen immer. So schön, das so ein Schalensitz. So. Habe ich die Reifen eigentlich schon gekauft? Ich glaube nicht, gell? Nur die Felgen haben wir. Zwar 75, 35er. 275, 35er. Dann haben wir so eine Nummer größer. Nein, ich glaube nicht, dass die Ludolf sie in die Autos gekoppt haben. Also zumindest nicht beim Herrichten, ich weiß nicht, was die privat für Kissen gefunden haben. Die haben sich dann glaube ich auch zerstritten und irgendwann wieder zusammengerauft, aber da ist doch auch schon eine in ewigen Jagdgründe, glaube ich. Schalldämpfer H. Was ist denn da? Mittelschalldämpfer und ein Cut und ein Abgasrohr. Oh Gott. Standardauspuffanlage eigentlich. So, ein Cut. Und einen Mittelschalldämpfer. Gummilager, was ich jetzt gar nicht, ob ich schon gekauft habe. Gehen wir die Hinterachse gleich zusammenbauen. Das Getriebe noch drauf launchen, sonst geht keiner an, wenn nicht hin. So, was haben wir denn Action bekommen? Die Radlager schon, haben wir schon. Bremsscheiben haben wir, Bremsbeläge. Haben wir auch vier neue. Da fällt uns Antriebs rein. Bremssättel haben wir, Bremskolben haben wir alle neu. So. Ja, Koppelstange hinten. Haben wir auch schon. Anschlagspuff. Feder, Federunterlage, Querlenker, da fällt auch einer. Fällt normalerweise auch auf der zweiten Seite. Längslenker und die Gummilagerbuchse. Also, dann klatschen wir die gleich einmal. Was uns da alles gefällt. Ja, den haben wir sogar. Den müssen wir haben. Querlenker fällt. Nicht nur der untere, sondern auch der obere. Ich glaube, dass auch der obere fehlt. Dass der ICE2 vom ICE-T kommt. Ein paar Sachen, aber nicht jetzt auswendig.
Typ A, Antriebswelle, Hinterachs Typ A. So, dann flanschen wir, dann machen wir aber Getriebe V8 Typ A. Okay, mit dem Karren werde ich mich gleich noch drauf schauen, die Karren dann will. So, Anlasser habe ich schon drum, gut. Vorderachsträger. Dem stopfen wir jetzt die Gummilagerbuchsen rein. So. Dachschenkel gleich mal hinmachen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Stoßdämpfer schon zusammen, aber ich glaube, die haben wir schon zusammengebaut, gell? Spurstange und den Kopf. So, Querlenker, Vorderachs unten. Ich bin immer schon bei diesem Trendsimulator ersetzen, muss ich sagen, wenn die Dinger da sind, sind sie da. Wie ist diese ewige Nachfragerei? Weißt du, ich will nicht das fertig. Wobei die Hersteller teilweise selber schuld auch sind. Ich darf halt einfach irgendwann einmal warten, bis ich halt einen bestimmten Prozess in der Herstellung habe, wo ich mir sage, das Ding ist zu 75% fertig und dann brauchst du meistens eh noch ein paar Wochen, / Monate, bis das Ding komplett fertig ist und darfst du dann erst ankündigen. Mal schau das einmal an beim Herrn Gold, der hat vor, keine Ahnung wann, ist die Ludmilla angekündigt worden und die 420er und passiert ist bis jetzt überhaupt nichts. Und dann können wir den ganzen Ausreden und die Dinger wieder, weil da muss er einsparen und das wird wieder günstiger. Und seid da froh, dass es überhaupt noch kriegt, das Ding. Und dann auch noch. Das Kindergarten da. So. Ja, immer wenn es noch die meisten, also wenn ich PV-Hersteller war, dann da die auch sagen, mir war es alle, aber das Ding war schon heraus. Dann da ja Geld verdienen damit. So, das Fenster brauchen wir sowieso, alle Türen vorn haben wir, Türen. Eine Tür fehlt. Die Tür rechts hinten fehlt auf alle Fälle schon mal. Die Tür rechts hinten fehlt auf alle Fälle schon mal. Gott, was gibt's noch was für Tuning-Teile? Oh, das ist doch die ganz normale, oder? Ja, das 6 Avant Tür vorne links. Warte mal, die Türscheiben, was ist bei denen wieder anders?
Die verdunkelt, oder? Machen wir mal die hinten links, hinten rechts, vorn links, vorn rechts. Windschutzscheibe brauchen wir auf alle Fälle. Scheinwerfer brauchen wir. Ah nein, die kannst du auch nicht pimpen. Also Scheinwerfer vorn. Dann nehmen wir die Blacks. Mit den Spiegeln. Spiegel haben wir auch gar keinen drauf, oder? Können wir die gleich noch kaufen? Nehmen wir die Carbon. Ah ja, das ist die Sonne wieder. So, nehmen wir jetzt nochmal. Ah, Kotflügel von links fällt auch noch. Ein Whitebody, da kannst du wahrscheinlich mit gräsernen Reifen einziehen. Was ist das da für einer? Von rechts dann nehmen wir von links ein normal. So, Motorhaube haben wir. Beide Scheinwerfer. Eine Windschutzscheibe. Was wir den lackieren. Na, jetzt weiß ich ja, was das ist. Die haben beschrift oder was? So, die Türscheibe hinten links und hinten rechts wird normal. Karosseriescheiben links und rechts wird auch normal. Tür hinten rechts fällt auch. Die Heckscheibe fällt. So, jetzt lassen wir mal schauen. Habe ich den nicht repariert? Oh. Muss man noch schwarzen. So, jetzt ist der bei 100% Karosserie fein und jetzt wahrscheinlich, das werden die Anbauteile wieder sein. Ach, Relais und Sicherungen, habe ich die nicht fertig gemacht. Die haben doch drin hat. Die haben alle neu. Was da vorne im Motor auch noch drin hat.
Na, checkst du das wieder nicht, Schatzi, oder was? Warte mal, das können wir uns. Ah, nein, das können wir uns nicht ganz einfach machen. Neue Tonsicherungskosten haben. Weil die anderen noch. Ah, nein, das. Da ist er. Da ist noch einer. Das interessiert aber den Herrn Gold nicht, glaube ich. So, dann gehen wir in den Elektronikshop rein. Sicherungen 3-3 wieder. Jetzt bin ich mal gespannt. Anbauteile haben wir noch, Motorabdeckung brauchen wir noch, ja genau. Jetzt müssen wir gerade schauen, ob die Anbauteile bei dem alten Schweller haben. Kostet jetzt wieder so, wo die jetzt wieder haben. Weil er da eigentlich 0% gehabt hat, gell? Und die Oma am Dachl. Was hast denn du für Anbauteile zum Bieten, Schatzi Masi? Anbauteil Spoiler mit Splitter. Spoiler mit Splitter. Anbauteil 2, Sideskirt Left. Was sollten das für Dreierteile sein? Jetzt nehmen wir mal den und den noch. Die Frage ist noch, wo die wieder hinkommen dann. Da ist. Der ist noch dran, oder? Na, Maus. Bei den Mods gar nicht einfach, was sie da denken.
Ich hoffe aber, dass ich jetzt alles drauf habe. Karosseriescheibe rechts fehlt noch. Heckklappenscheibe fehlt noch. Ah, Anbauteil 1 haben wir einen Spoiler mit. Jetzt darf man durch, haben 100% was. Ja. Was wird jetzt bei dem Auto verdienen? Haben wir ja gut 109. War auch nicht schlecht. So, dann aber mit dir. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir da noch für Farben machen. Lackieren wir den Schnucki-Hase. So. Und dann schauen wir mal, was am Prüfstand bringt. Kommen wir noch ins Fotostudio. So, Achsenmessung. Muss man zwar nicht machen, das ist jetzt nur so ein kleiner Zusatzgag. Nein, das werden wir mit Sicherheit nicht machen. Ich mach da mit Sicherheit kein Schweinchen, kein Ferkel rosa Mobil draus. Nein, sicher nicht. So. Bin auf die Sonderlackierung gespannt, ob sie uns da was anbieten. So. Rot, grün, schwarz, dunkelblau. Gelb. Bäh. Na, gefällt mir nicht. Schweinchen rosa gibt's. Ne, warte mal. Schweinchen rosa. Du meinst so. So. Das ist Magenta rosa, oder? Boah. Oh, da kriegst du Augenkrebs. Sicher nicht. Nein, den machen wir blau. Andere Fänger noch besser passt, aber das ist jetzt auch wurscht. Ein Büdel machen wir ein paar Thumbnails. Sechste Folge, dann lassen wir es. Man sollte es ab und zu mal machen. So, jetzt kommt noch ein interessanter Aspekt. Motzen wir mal in dem 3 noch auf. Das ist doch mal eine schöne Leistung, ne? Oder muss ich, aber man, der müsste aber die gleiche Leistung, ne? Ich glaube, das ist die Kiste mit der besten Leistung bis jetzt. Hat.
Warte mal, der Kind zu den Garagen. Da muss ich jetzt mal bloß in meine Garagen reinschauen. Wo meine Audis sind. Der kommt in Reihe 7 eine. Jetzt muss ich gerade mal schauen, aber ich glaube 1174 PS. Ja, das ist der leistungsstärkste Besitzer. Ich glaube, Besitzer hat der MK2 die meiste Leistung gehabt. Der hat allerdings so Kompressorkisten drin. Schau schon so, du kommst mit den Porsche nicht einmal hier. Na, schau, jetzt haben wir wieder mehr für die Reihe bei mir. Was ist denn los, der 777? Habe ich deren? Waschbärtag, was ist mit dem Waschbärtag? Ich kenne nur einen Murmeltiertag kenne. Und täglich grüßt das Murmeltier, oder wie war das? So, jetzt müssen wir bloß schauen. Jetzt verkaufen wir mal bis 99%. So, ein Schnickerchen machen. Das tut Chefin auch gerade. Mein Chefin macht da gerade ein Schnickerchen. Okay, jetzt da mal ein paar Kisten aufmachen. Wieder eine. Scheunenkarten waren gut. Experience ist ein Messer, die haben wir wurscht. Schau, kann ich dabei gewinnen. Macht so. So, jetzt packen wir uns mal den M3 noch. Da ist nicht mehr viel drin, gell? Da ist im Motorraum nicht mehr viel drin, leg mich doch her. Schon mal das Drawing und Getriebe oder so. Bei der Leistung hätte man dem anderen Auto direkt Carbonbremsen spendieren sollen, gell? Keramik-Carbonbremsscheiben. Bin jetzt auf die Lackierungen dann noch gespannt. Da muss ich was beim Chassis mal schauen, ob es also Whitebody Kits gibt. Dass man dem dann, wenn man Reifen kaufen, vielleicht bessere Schluffis eine schnupseln.
überlegt gerade. Allwetterreifen, ja genau. Und auf dem M3 ganz Jahresreifen auch für der Spinze. Ja. Dann nehmen wir so einen Sportreifen mit der Beschriftung auf der Seite. Renneimer Porsche brauchen wir noch. Schon beschämen, wenn so ein RS6 Avant mehr Leistung hat als wir ein Turbo Porsche. Na, Bremsscham kommt doch nicht der Pastor, Schatz. Morgen bin ich auch schon gespannt, was da sagt. Was ich morgen vormittag noch schön Brüttel machen für den Stream machen. Dann nehme ich vor, nur muss ich auf Nacht nochmal in der Train Simulator Community fragen und machen. Ich habe gesehen, von Rail Traction gibt es jetzt auch das zweite Set von diesen SGGNS 80 Waggons. Der Herr Bonny, das hat wahrscheinlich wieder so einen Interessierten nicht, ich weiß. Da hat den Samstag fahren wir mal wieder lange Aufgabe, gell? Einmal langes Güterzügeln. Und im Dezember kommt dann wieder Dampflok von dran, um Gottes Willen. Der Untertitel der Erfolge wird dann werden, mit das kann ich heute werden. So, der kann noch nicht runter, dass noch eine Gummilagerbuchse drin hat. Vor allem brauchst du da bei sich eine Sache nicht runter, dass du irgendwelche Betriebsstoffe ablassen musst. Da ist nichts mehr drin, was auslaufen kann. So. Jetzt schauen wir mal, ob man von den Felgen da noch was auch, haben sogar alle vier dabei gewesen. Brauchen eine Batterie, die keine drin hat. Dann schwarzen wir mal das Chassis wieder gerade. Das ist günstig für 1000. Ah, du meinst den Untertitel für das Dampflok von da, ja, das.
Da werden mit Sicherheit wieder irgendwo liegen bleiben. Das wäre wahrscheinlich schon so baut haben, dass ich liegen bleibe. Da ist nicht mehr viel drauf, was wir übernehmen können. Viele Teile drauf, ne? Da hat er noch aufhängen überlebt. Doch nur eine. Und dann möchte man überlegen. Ja gut, bevor wir jetzt da Reifen kaufen und Knife hängen, muss ich sowieso schauen, ob es da Bodykits gibt. Schnucki dann für Schluffis aufgedannt. Was gibt denn so, die passen ja, die Felgen passen ja. Da kannst du ja mehr dann brennen den Reifen aufquetschen. Brauchen wir bloß mal unseren Chefmechaniker, weil ich mir nicht sicher bin. Mit der anderen Zahl und mit den Einpresstiefen bei den Felgen, was da besser ausschauen wird. So, der ist durch. Dann können wir wieder alles verkaufen, was schleißig ist. Vorderachse, die müssen wir eh neu machen. Können wir auch gleich machen wieder. Wieder ein paar andere Sachen kaufen, die man weiß. Die Gummilagerbuchsen. Die Spurstangen. Die Bremsbeläge. Die Koppelstangen. Da weiß ich bloß, was man bei der Vorderachse braucht. So, Batterie haben wir keine gehabt, gell? Kannst du gleich mal kaufen. So. Das Übliche, was wir brauchen, ist ein Ausrücklager. Das waren jetzt wieder zwei. Dann brauchen wir auf alle Fälle mal einen Tank. Wir brauchen. Nein. Ringe, 6-Zylinder, Bläulager, da war es glaube ich einer gekauft, da brauchen wir noch 5. Kurbelwellenlager, Deck,
Helm. Da jetzt mal 4 nehmen wir. Wir brauchen wir aus dem Dingset die Kolben mit Pleuel. 6. Wir brauchen mal Kraftstoffpumpe und Filter. Wir brauchen ein Schwungrad. Wir brauchen Kupplungsdruckplatten und Scheibe. Wir brauchen Zündkerzen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob der Zündfunken um hat oder der was anders macht. So, schauen wir mal. Das war ohne Zwing, glaube ich. Kurbel, wenn ein lauer Deckel brauchen wir auf alle Fälle noch einen. Da kaufe ich einmal, wenn du es nicht weißt, entweder wenn es früher anzwingen, was für ein Ölfilter brauchten die Kisten. Ein R4A. Ölbahn brauchen wir auf alle Fälle, weil die war nicht drauf. König Markus der Erste, ja, der ist wieder gewählt worden. Ja, Kim, das war ja. Das war doch sowieso wieder klar. Schauen wir gleich mal Ölwahn. Trauen wir uns. Dann kaufen wir gleich mal. Haben wir eh genug Geld, da ist jetzt wurscht. Muss schon auch noch eine, sonst kriegst du Probleme mit der Kupplung. So, einen Zylinderkopf. Schauen, was da ist drin ist. Mit Sicherheit zwei Nockenwellen. Was sind das? Zwei Ansaugkrümmer und ein Abgaskrümmer. Abgaskrümmer und ein Ansaugkrümmer, ja. Und 4, 5, 6, 7, 8 pro. Abgaskrümmer A und B und Ansaugkrümmer, dann brauchst du mit Sicherheit auch Drosselkloppen. Kraftstoffverteiler brauchen wir auch einen. Und FMW. Nockenwellen, Lagerdeckel waren jetzt 10, habe ich gesagt, oder? 2, 4, 6, 8, 9, 16. Und der sowas weiß, gell? Wie originalgetreu, dass sowas nachbaut ist. Was man in den Bonny das nicht mehr fragen, was an. Ob er seinen alten Golfmotor kennt.
Mit Sicherheit einer so Dichtringe dazwischen, gell? Oder wird das Heizzeug sowieso alles geklebt? Der kommt gleich rein, ja. Zwei Nockenwellenräder. Nockerberg. Steuerkette. Zwei Steuerkettenführungen. Das war A und der B, oder? Na, zweimal A. Da gibt es keine anderen. So, da ein Steuergehäusedeckel haben wir wahrscheinlich auch nicht. Kuppel bei einer Riemenscheibe von einem V8. So, dann eine Umlenkrolle A. Wobei das wahrscheinlich nicht alle sein werden. Riemenspanner werden wir mit Sicherheit auch wieder brauchen. So, Lichtmaschine R6B, Servopumpe R4A. Servopumpe R4A. Lichtmaschine R6B. Wasserpumpen. War auch nicht drin, gell? Eine Wasserpumpe. Lichtmaschine. Eine Servopumpe. Drosselklappen haben wir, glaube ich, schon, gell? Nicht. Keilriemen. Lüfter haben wir auch keinen drauf. So, dann brauchen wir oben noch einen Ventildeckel. Und dann werden wir oben noch Einzelzünd, also Zündfunkendinger brauchen, oder? Einzelzündfunken, 6 Stück. Abdeckung keine drauf, ne? Schauen wir mal rundum, aber. Ah, da ist noch. Da fehlt noch eine Umlenkrolle. Jetzt ist er fertig. So. Der großen roten Eisenbahn. Kühlmittelbehälter C. Das ist eigentlich immer so das gleiche, wenn man es einmal heraus hat. Gut, Bremskraftverstärker. Hydroaggregatsteuerung, ECO Typ A. Sicherungskosten A.
Da wird eine Spechten, zwei große, 233 von der Release. Zwei, zwei, drei, zwei, drei, drei. Keine C-Sicherungen drin, oder? So, was fällt uns noch? Kühlertyp Off-Fight. Lüfter zeigen, davon, wenn der Motor eine hat. Luftfiltergehäuse. Das ist die Frage, ob da normaler Ding drin ist. Luftfilterdeckel, Luftfiltergehäuse. Dann brauchst du kurze. Ich glaube schon, dass da kurze Klammern dran sind. Und das ist nur die Frage, welchen Luftfilter. Das nehmen wir mal den normalen. Schauen wir, ob wir Glück haben. Vier Klammern zu machen. So. Gibt der wieder eine? Dann gluckert man die ganzen Stoffe wieder eine. In 2 Monaten ist 2023 schon wieder vorbei. Da hängen wir schon wieder im neuen Jahr rundum. Stoffe schon mal wieder drin hat. So, da la. Interieur, da gibt es jetzt auch nichts Besonderes. Dann nehmen wir wieder das schöne 10er Lenkrad oder wir nehmen mal. Ich finde das noch am sportlichsten für das Auto. Und dann nehmen wir auch wieder die Gordon Racing. Zumindest kannst du im Hin-Connect-Flügel drauf machen. So. Bevor es jetzt mal ins Bodywork geht, schauen wir jetzt mal nach, was wir der Kiste noch spendieren können. Anbauteil 1 hinten werden die Flügel sein. Ah, da gehört aber nochmal ein kleiner drauf, oder? So ein kleiner mit der Lippen hinten drauf. Außenspiegel da den normal, oder machen wir, das schaut so carbonmäßig aus wieder. Nehmen wir die. Gut, Heckscheiben brauchen wir sowieso. Oder nehmen wir die. Kotflügel hinten, dann nehmen wir jetzt mal die White Body. Motor haben nehmen wir die
geschlitzte. Ah, da kommt BMW-Logo drauf, gell? Das geht aber fast gar nicht. Also, wenn da kein Logo nicht drauf ist, dann nehme ich die B. Aber die mit den weißen Ring, glaube ich, das schaut schön aus. Stoßstange hinten, Whitebody mit. Nein, das schaut nicht gut aus. Tür von links, Tür von rechts, Türscheiben. Das haben wir, glaube ich, sogar hergerichtet. Windschutzscheiben nehmen wir die mit dem M-Logo drin hat, auf alle Fälle. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt kannst du schon mal vergessen, die kommt wieder runter. Müssen wir bei der Heckklappe nur schauen. Da gibt es schon eine Lackierung dafür dann. Anbauteil 3 müssen wir noch schauen. Schon das White Body drauf. Das ist falsch, glaube ich. Anbauteil 2 White Body Left. Dann ist das auch nicht. Jetzt brauchen wir eine Heckklappe, die fehlt uns noch. Die mit dem M-Logo drauf. Motor haben nämlich auch die, weil da möchte ich schon das BMW-Logo drauf haben. Ah, Anbauteil 1. Ah, da haben wir eh den großen drum, gell? Jo, der passt. Das war wieder die falsche. Jo. Jetzt müssen wir bloß die Aufhängung mal da drauf haben, weil man muss schauen, was man in die Reifenkästen für Schlupfen einbringen. Boah, das schaut der Kiwi geil aus. Alter Falter! Stabi Hinterachstyp B hat. Stabi Hinterachstyp B. Einrohrgasdruck.
Und passt das Chassis jetzt hinten dann auch zur Auspuffanlage. So, Radlager brauchen wir 4 neu, Radnabendeckel 2. Bremsscheiben. Na, dann nehmen wir jetzt auch. Da nehmen wir jetzt aber auch bloß wieder die da. Belege drauf. Endschalldämpfer BFM. Einen Mittelschalldämpfer. Haben sie bei den Mods, glaube ich, nicht komplett durchbaut, sechs das eh. Da kommt kein Cutter, nichts mehr von dran, das ist nur das Endrohr praktisch drauf. Jetzt bauen wir die Hinterachse mal komplett zusammen. Und dann nehmen wir mal einen Reifen zum Testen, den Brot, dass wir den machen. Und da muss ich jetzt Vorderachse mal aufbauen, ob wir da die gleichen Schluffis einstecken oder ob wir eine Mischbereifung machen. Ob man ihm da hinten gerissene Wolzen spendieren wir vorhin. Der fällt noch. Dann Tuning-Profis. Ich bin auf die Lackierung gespannt bei dem Auto. So, jetzt schauen wir mal, was wir dir spendieren da hinten rein. Hier. Und was fangen wir an? Zoll, 285er. Da hätten wir das Fang noch wahrscheinlich. 285er. Hat die nicht ein bisschen zu groß dann, ha? Nehmen wir jetzt mal zum Testen einfach. Ah, da geht noch mehr. Die 17er da die lassen, aber vielleicht 3,5er. Da passt denn der vorne auf? Ja.
Jetzt muss Horberg mal komplett zusammenbauen. Stabi Vorderachs Typ A. Jetzt brauchen wir Tuning-Profis. Wissen. Was möchtest du für uns haben? I6 Dock FMW. So. Mal schauen, ob die Schluffen vorne aufgepasst. Mal vorne kleiner nicht vorne und hinten dann die 3,5er reinklatschen. Aber ich glaube 17 Zoll schaut gut aus. Muss man im RW sagen, dann muss das Video anschauen und nochmal. Kann man Slicks anbauen dann, gell? Ah, ich glaube, der passt für vorne recht gut. Bisschen mehr geht halt, aber den lassen wir so. Was haben wir jetzt auf dem Vorder- und rumgehabt? 285, 40, ja. 285, 40er. War 85, 40er. Dann fahren wir hinten 345er. Ah, das waren die falschen. Absoluter Blödsinn, was ich jetzt da mache.
Wie immer. Der muss over. Das war die Testfelge. So, dann schluffen wir da hinten einmal die 3-5er auf. Und vorne den 2-5er. Vor allem das BMW-Logo in der Mitte, gell? Sind sogar noch Gräs in den Schluffen eine da, glaube ich. Aber das passt jetzt schon. So, jetzt wird es mal interessant. Jetzt fahren wir den einmal. Stellen wir mal die Spur ein. Meine Test-Tracker, den Test-Tracker mal ausprobieren bei dem Spur. Da muss jetzt wahrscheinlich die Spur und den Sturz auch anders einstellen. So, jetzt schaut der Kiwi geil aus. So, jetzt fahren wir nochmal die Lackierkabine und schauen wir mal. Ich glaube, das war der Anschluss mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es da. Ah, schaut, da gibt es keine Designs jetzt nicht. Das ist schade. Das Rot macht es ja gut, gell? Ich glaube, da muss man nur drei kaufen, muss man eine unterschiedliche Form machen. Wobei der natürlich auch schnuckig ausschaut. Was man aus dem so auszugehen. 243 PS hat der nimmer. Die tut mir schon was bei der Lit und das Light Edition, da hast du so einen anderen gibt. Gehen wir nochmal noch in den Ding schauen. Schauen wir mal die Scheune noch durch, vielleicht zwei. Ja, schön, ja. Schöne Leistung für so einen alten M3. Dass das Licht immer so komisch finde. Stellen wir ihn da mal drauf.
Essen umschreiben. Na. Da passt nämlich der Ausschnitt ab und zusammen, oder passt der Ausschnitt da schon durch? Auf die Auspuffanlage. Oh. Na. So. Das wird jetzt mal Küsten vorher ausgeschaut haben. So, was darf man jetzt für das Auto kriegen? Ah, Gewinn von 97.000, aber den verkaufen wir nicht. Nein, nein, Schatzi. Der kommt in die BMW-Reihe rein. So mal umdran noch. Der ist noch ein wenig älter wie die anderen zwei. Na, den MK2. Den MK1. Und den E30 noch oben. So. Oder kommen in ein paar dazu. Schnucki, dann ist der auch fertig. So, jetzt schauen wir mal schnell. Schauen wir mal zwei Scheunen durch, ob wir dann irgendwelche Autos finden fürs nächste Mal. Wobei die kann man immer kaufen, wenn da einigermaßen schnucklige Kisten dabei sind. Da sind immer so komische Autos dabei mit diesen Riesenheckflügeln, also diese Amischleitern. Schaut eher furchtbar aus. Was bist denn du? Noctemf. Na. Jetzt gerade Pickup-Restaurator. Also in der ist ja nichts Gescheites drin bis jetzt. Schauen wir mal, ob da noch einer steht. Das war eh der. Ah, da. Ein BMW 5er. Den kaufen wir mal. Den kann man auch gut herrichten. Der muss zur Garage. Teile lohnen sich eigentlich immer nicht. Das müsstest du dann wirklich kaufen, restaurieren und alles im Einlagern und dann zum passenden Auto immer aussah. Das ist nicht so das Richtige für mich. Machen wir noch ein paar Scheunenbesuche. Da steht
nochmal einer. Ne? Die haben einen guten Wert, also da kannst du kannst gut verkaufen wieder. Nein, der ist aber nicht verlost. Was bist denn du? Der schaut auch gut aus. Ich habe ja gesagt, wenn man sich die Autos da in den Scheunen kauft und tunt die ein bisschen, kann man eigentlich immer recht kurz Geschäft machen. Da steht auch noch was umeinander. Was ist das für? Reptilium 2. Release. Nehmen wir auch. Und dann schauen wir mal in eine Versteigerung hinein. Und am Schrottplatz, ob sie da noch was findet. Machen wir noch einen schönen Besuch. Und dann starten wir mit einer Auktion. Der geht auch. Nehmen wir. Das ist so, das ist der. Ah ja, Kim. Schauen wir, was man mit dem Geld machen kann. Steht denn da noch alles umeinander? Oh, ein Reiskocher. Ich kaufe meistens alle zusammen, weil es macht immer Spaß, wenn man mal dann verschiedene Scheunenfunde dann ein bisschen rundum doktern kann. Weil wie gesagt, Geld machst du eigentlich immer damit. Jetzt schauen wir mal dazu die Versteigerungen, was da noch los ist. Jetzt machen wir dreimal eine Runde am Schrottplatz. Schauen wir, was da ist für furchtbare Kisten da rumstehen. Der schaut ja lustig aus. Den hätten wir zur Garage bringen können, aber ist egal. Den kann ich auch noch umlagern. Heilige, der schaut ja aus. Und dann hat man so ein paar schöne Kisten dabei mit Motortauschoptionen. Da kannst du richtige schöne Rennsemen draus machen. Also war nicht mehr Fetzen brauchen. Hm? Aber gesagt, die kann man eigentlich alle kaufen, weil. Unsere Bolt-Sammlung noch beieinander. Wo steht. Das oder? Schaut aus wie so ein alter 3.0er CSI, gell? Dass man den nicht irgendwo hat. Ich muss bei den Mods mal noch schauen. Da noch vielleicht ein paar passende schöne Autos. Das ist, glaube ich. Ja. Stehen auch immer an der gleichen Stelle da schon hin. Das schaut auch voll so nach so einem 3.0er CSI aus. Da nicht irgendwo noch. Da haben wir, glaube ich, was abgegrast, was am Schrottplatz umeinander steht.
Das war der Schrottplatz. Dann schauen wir mal dazu die Versteigerungen. Da wird irgendwas irgendwann ein bisschen was zum Tor, können wir wieder Autos restaurieren. Oh, zum Windigen. Zum Schrottplatz Aktionshaus. Gibt es sonst, das ist ein bisschen besser ist, aber wir gehen mal da her. Pagode macht normalerweise ein gutes Geschäft. Der lässt sich schön. Meistens kriegst du immer ein bisschen was über dem geschätzten Wert. Wenn du Glück hast, da ein bisschen drunter. Aber wenn man mal weiß, wo es geht, mit wie viel Geld oder welches Geld man mit den Autos machen kann, dann kannst du ein bisschen drüber steigern, weil Gewinn machst du immer. Zum Ding gekauft. Ah, ist diesmal nichts dabei. Da ist diesmal wirklich nichts Gescheites dabei. Die haben noch ein bisschen besser beieinander in dem Auktionshaus. Da kaufe ich lieber die Schrottplatz-Autos zusammen. Weil da verdienst du mehr. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den RS6 anschaut, der ist natürlich schon ziemlich gut beieinander, also der ist schon richtig. Wobei der war natürlich, aber da muss man vom Schrottplatz wieder mal einen kaufen. Der war natürlich auch bald so zum selber aufrüsten nochmal, gell? Mit dem Bodykit. Nur so einen zweiten RS6 einstellen. Ach, nein. Ah, der hat nur ein normaler drin, der hat keinen Kompressor nicht. Aber der steht am Schrottplatz auch mehr umeinander. Der geht billiger, der geht günstiger her. Jetzt schauen wir mal, zuletzt war sogar beim Wechseln nochmal an neue Versteigerungen gewesen. Moment mal Glück haben. Aber ab und zu mal kommst du in die gleiche Versteigerung wieder rein, da ist nichts Neues dabei und ab und zu mal macht eine neue Versteigerung auf. Ah, Extras! Jetzt schaut es schon besser aus, da haben wir ein DTM. Oh, die Fang schaut aber auch cool aus. Mit Bodykit, den kaufe ich mir für mich selber wieder. Immer noch einen zweiten. Den muss man direkt dann noch für den Streamer mal aufheben, oder? Na, gibt's halt auf. Wollt's mir wieder nicht geben unter dem Listenpreis, gell?
Zaramont, ja. Da kaufen wir den Porsche gerne, aber da kriegst du auch. Die Porsche kannst du auch kaufen, aber da kriegst du auch immer gutes Geld aus. Schaut zwar aus wie Sau, aber. Ich sag mit den normalen Aufträgen eigentlich so mein ganz Grundwerkstatt finanziert mit den normalen Reparaturaufträgen. Und hab dann irgendwann bei, ich glaube, einem Stand von 400.000 habe ich angefangen, eigentlich nur Autos gekauft und restauriert. Und jetzt haben wir aber schon wieder bei 2,4 Millionen. Am meisten, wie gesagt, würde rausgehen, wenn wir jetzt einen SLS erwischen würden. Da kannst du am meisten Geld machen. Aber ich habe es auch noch mit den ganzen europäischen Autos ein bisschen probiert. Mit diesen Bolt Reptilias kannst du ein bisschen Geld verdienen. Mal drauf zahlen tut man ja bei keinem. Muss bei mir mit einem guten Geschäft aus. So. Hat er ein bisschen Arbeit mit dem Auto, weil wie gesagt, ich stripe die Dinger wirklich immer komplett runter und tune die Kisten immer komplett hoch. Da gibt es schon ein gutes Geld zum Verdiener dran. Das hat er mit Pfoten weg von dem Auto, das kriegt ihn sowieso nicht. Ich kann das ja nicht glauben. Hey. Also über 100 gehen, und machen, oder dann kennst du mich. Das war jetzt auch der letzte Gewinn. Schaut zwar schlimm aus, kannst du auch gut Geld verdienen damit. Vor allem bei dem Wert. Der geht recht günstig hier. Da ist auch nicht mehr viel mehr zum Brauchen, als wäre es Chassis. Ah, schau, ja. Mal einen alten Wolf mit. Das ist eh nicht gelungen. Da kommt zwar schon Tuner. Was haben wir denn sonst noch? Schaut denn der aus? Thank you.
Ich mein auch noch schauen können, ob ein SLS drin ist. Aber da kommt am Schrottplatz irgendwann einmal einer. So, dann schicken wir den dann noch zur Garage zurück. So, da habe ich jetzt glaube ich wieder ein schönes Stück Arbeit vor mir. Immer gut voll gekauft. Ja. Ich habe noch zwei, die man eh noch herrichten wollte. Da ist eh noch mal RS6 Avant. Da haben wir noch ein GT drin, ein SLS habe ich aber keinen, gell? Naja, jetzt haben wir wieder ein bisschen was zum Herrichten. In diesem Sinne, das soll es dann für heute gewesen sein. Zumindest jetzt halt auf die Nacht spielen wir ja dann noch ein bisschen Landwirtschaftssimulator. Ich hoffe, dass euch so kleine Fire Talks Schnuckert mit Car Mechanical Simulator gefallen haben. Bin ja mal bei ein paar Kommentare gespannt. Und dann sehen wir uns vielleicht heute auf Nacht wieder. Ansonsten schöne Tage und pfiat euch.